Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Hogwarts Legacy. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser läuft, ansonsten muss ich mal gucken. Ich bin schon aus dem Raum der Wünsche raus. Wir werden uns jetzt mit Nettie treffen, glaube ich. Das auch halt mal zu können. Wir können auch schnell rein. Da ist noch eine Kiste. Revelio. Das sind ein paar Sachen. Die will ich nicht haben. Die will ich. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal runter. Revelio. Das Spiel ist irgendwie ziemlich... Das ist auch eine Kiste. Was soll ich sagen? Alohomora. Ruckeln, also die letzten zwei Parts. Gehört in das Zimmer? Bei wem sind wir eingebrochen? Na, Katze? Alohomora. Liebe Frau Professor Schaar, vielen Dank für Ihren jüngsten Beitrag über himmlische Anomalie. Es könnte eine perfekte Ergänzung für den Atlas sein, den ich zu veröffentlichen gedenke. Ich setze mich mit Ihnen in Verbindung, wenn ich beschließe, Ihren Beitrag oder damit verbundene Forschungsergebnisse in die Publikation aufzunehmen. Mit besten Grüßen, MPN Carneiros. Revelio. Bestimmter Professor. Selbst zu Tode gelangweilt. Angeblich hat Professor Hackett für das Ministerium. Komm ich da hin? Oh! Oh, jetzt kann ich es aufschließen. Alohomora. Revelio. Mögliche Spiele für das Klassenzimmer. Levitationsstunde. Ermutigen Sie die Schüler, Blöcke durch erhöhte Reifen oder ähnliches schwimmen zu lassen. Entwaffnen und Ausweichen. Verbessern Sie Expel
Jamus und Reflexe. Ziele auf Zack. Zurück zu den Grundlagen mit Wurfübung auf Ziele, die verzaubert sind und sich schnell bewegen. Revelio. Was ist noch hier? Schnabeltier. Greif. Ach, da oben. Moment. Noch ein Griff für unseren Stab. Alohomora. Alohomora. Revelio. Zelle im dunklen Turm. Es heißt, dass ein Professor für Zauberkunst hier vor Jahrhunderten einen Troll hielt, an dem die Schüler besondere schwierige Zaubersprüche über konnten. Sicherlich schockierend, aber in einer Zeit, in der beim Quidditch lebende Schnatzer verwendet wurden, vielleicht nicht überraschend. Man kann sich nur fragen, wofür dieser Ort in Zukunft verwendet werden könnte. Der Schwarze Turm. War der auch nicht in Harry Potter irgendwas? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe alle Teile mal gesehen, aber... Revelio! So, können wir jetzt mit dem Besen zum Beispiel... Können wir nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ist immer da runter. Oh. Okay. Wir sind hier fertig. Ja. Können wir mit ihm reden? Hallo. Professor, haben Sie einen Moment Zeit? Für meine Schüler doch immer. Wie kann ich Ihnen helfen? Darf ich fragen, wie lange Sie schon in Hogwarts unterrichten? Nun, wie lange schon? 7 bewegte Jahre. Die Zeit verfliegt, denn wir haben Spaß. Das finde ich wichtig. Ein wissbegieriger, positiver und zuversichtlicher Geist ist doch stets am offensten. Einige Professoren sind vermutlich anderer Ansicht. Nun ja, jeder hat eben seinen eigenen Stil, nehme ich an. Manche Lehrkräfte glauben, dass harte Arbeit und Hingabe die einzigen Schlüssel zum Erfolg sind. Aber sie vergessen, was diese Dinge beeinflusst. Wer nicht begreift, warum manche Menschen ihre Energie für Koboldsteine aufwenden, ist blind für die enorme Macht des Spiels. Unterrichten Sie deshalb auf diese Art? Ganz genau. Ich bemühe mich, die Art Professor zu sein, die ich mir in der Schule gewünscht hätte. Meine Erfahrungen waren nicht so erfreulich. Vielleicht wären Sie ohne diese Erfahrung nicht der, der Sie heute sind. Hätte ich eine traditionellere Ausbildung erhalten, nun... Genug von meiner Schulzeit. Sie sind jetzt hier. Und es wäre schade, wenn Sie das nicht genießen würden. Ich gebe mein Bestes, Professor. Vielen Dank für Ihren Rat. Nur zu gerne. Versuchen Sie heute etwas Spaß zu haben, ja? Ja, den werde ich irgendwie, glaube ich, schon haben. Okay. Revelio.
Jungs hier raus. Oh, bitte raus hier. Das Geruckel nervt mich langsam. Was noch was? Karte. Wo müssen wir denn hin? Da hinten hin. Okay, ich bin mal so frech. Ich mache eine Schnellreise jetzt. Das Geruckel da drinnen. Vielleicht muss ich meine Grafikkarte neu. Hat die ein Update oder so? Keine Ahnung. Also bei den anderen Spielen ist es aber nicht. Naja. Mal schauen. Ja, komm. Nicht so lange. Wir sind hier. Wenn mir nur irgendjemand zur Hilfe käme. Editas Tricks. Was gibt es denn für ein Problem? Was für eine Frage. Ich habe einen Grimm gesehen. Ein Omen des Todes. Hier bin ich nicht sicher. Aber wenn er mich nicht sieht, ist alles gut, oder? Ich brauche nur einen Unsichtbarkeitstrank. Ja, genau das brauche ich. Ich fürchte, ich habe keinen Unsichtbarkeitstrank. Sie sollten einen sicheren Ort suchen und sehr vorsichtig sein. Sicher. Vorsichtig. Ja, das klingt vernünftig. Und Sie haben wirklich keinen? Nein? Na gut. Nee, hoffentlich bekommt der Grimm mich nicht. Oder das, was er voraussagt. Okay. Oh mein Gott. Wir können mal gucken, was wir so alles gesammelt haben hier. Haben wir neue Handschuhe? Hier irgendwas Neues? Das ist schick. Ach, laufen noch mal so. Genau. Kann man bei Ihnen dann die Sachen verkaufen? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ja. Abenteuer.
So, was hat er denn Schönes? Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ein Zaubertrank, der die Verteilung des Trinkens erhöht, in der Raune. Zauberschein, der Trinken für kurze Zeit. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und hier. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ja, ja. Es war mir ein Vergnügen. Jo, mir auch. Aber ich muss jetzt noch mal in den Inventar gucken. Okay, die habe ich irgendwas gemacht. Das sieht nicht schlecht aus. Okay. Okay, weiter geht's. Ups. Spiel, ärger mich nicht. Am besten schlägt man im Dunkeln zu. Es ist, ich sage dir, Hogwarts hat Glück, dass es Schutzzauber gibt. Ringo! Ah! Oh. Oh.
Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Alohomora. Oh ja. Ja, ich... Das Geruckel, da kann man gar nichts machen. Da. Revelio. Gut. Revelio. Was ist das hier? Nein, ich, bevor ich weiterspiele, bin ich ganz ehrlich. Wir laufen jetzt noch da hoch und dann... Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Schauen wir mal. Ich werde mal schauen, was damit los ist. Mit dem Spiel. Machen wir noch. Oh, welch angenehme Überraschung. Gerollt? Da kommt gerollt. Okay. Gar nicht so knifflig, Merlin. Ja, Merlin. Das war jetzt ein... So, ihr Lieben, ich werde aber ein paar beenden. Ich werde mal gucken. Grafikkarte da irgendwie ein Update oder so braucht. Denn so geht's ja nicht. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Pack geht es dann weiter. Bis dahin. Adios.